Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity, der zweiten Staffel, dem großen Finale. Weil mit dieser Aufnahmesession werden wir wahrscheinlich fertig werden. Also ich denke mal, dass wir fertig werden. Stiefel der Geschwindigkeit. Okay. Und Gegner. Stiefel der Geschwindigkeit. Oh, und Fallen. Ach ja, ein Ring. Bewegungsgeschwindigkeit. Nicht unbedingt was, was wir gerade bräuchten. Hat Alof dafür noch zufällig Platz hier? Nee. Irgendwie tarnische Schatten, ui. Aber ja, die können nicht wirklich was. Und ich merke gerade, Idee ist ja auch wieder auf. Ist immer noch auf Passiv wieder. Defensiv. I'm here. So, ist das die nächste Welle? Dass ein Schattenjungdrache noch ankommen musste, war nötig. Ich wollte gerade sagen, der ist ziemlich lang beherrscht, aber I'd be glad to. Doch nicht so lange. Zwischen den Fingern brechen kreidige Knochenstückchen ab. Okay. Schlechtere Armschienen der Abwehr. I'll see what I can find. Da wartet Vale auf uns. Ach stimmt ja, hier hätten wir rüberspringen können. Ah, hier können wir rüberspringen, okay. Ein einziges Segment der Brücke erhebt sich über die Ruine einer uralten Stadt. Es sieht echt stabil aus, doch die breite Brücke lässt wenig Raum für Fehler. Du nimmst Anlauf und springst auf die andere Seite. Als du über die Brücke fliegst, riskierst du einen kurzen Blick nach unten und siehst die verlassene Stadt unter dir strahlen. Du landest auf den Brücken verbrennt und bremst rasch deine Landung. Oh, Rastvorräte, die wir nicht aufnehmen können. Ring der Überwachung. Unser Abwehrring bringt uns nichts. Ja, springen wir wieder auf die andere Seite. Gucken wir mal, was Vale uns zu sagen hat. Die Schatten in der Höhle werden plötzlich länger und verschlucken dich. Als deine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, findest du dich mitten in einer weiteren Vision wieder. Du wirst von Nebel umgeben, der Boden federt unter deinen Füßen leicht. Du stellst dir vor, dass die Erde hinter dir sofort alle Spuren verwischt, sobald du einen Schritt tust. Wie auf Befehl lichtet sich der Nebel vor dir plötzlich genug, dass du ein paar Schritte vorwärts gehen kannst. Das tust du und der Nebel schließt sich hinter dir wieder. So gehst du einige Minuten lang weiter, einen Schritt nach dem anderen, ohne je mehr als den Boden unmittelbar vor dir zu sehen. Schließlich durchschneiden Lichtstrahlen den Nebel und du stehst vor den Wänden einer Schlucht.
Thorins Kopf zuckt, als wäre ihm eine Mücke ins Ohr geflogen. Er fuchtelt mit seinem Stab halbherzig in der Luft. Etwas zischt an dir vorbei. Gerade als du dich umdrehen willst, spürst du eine weitere schnelle Bewegung. Aus dem Nebel kommt eine Gestalt gehuscht, klein und rund. Du glaubst noch eine solche Gestalt zu sehen und noch eine. Sie flirren in deinen Augenwinkeln herum. Du wendest dich wieder der Felswand zu. Die Sonne zieht auf ihrem Weg weiter und was zunächst wie eine glatte Felswand aussah, entpuppt sich als der Hohlraum einer Höhle. Eine Gestalt tritt heraus. Ihre Gesichtszüge verändern sich vor deinen Augen laufend. Er, der sieht und nicht gesehen wird, außer er möchte es, wie mir scheint. Keiner betrachtet die Gestalt mit misstrauischer Faszination. Ich dachte oft, der Gott der Geheimnisse sei mein größter Feind. Doch man kann keine Antworten suchen, wenn die Fragen nicht vorhanden sind. Die Gestalt verwandelt sich von männlich in weiblich, von Olana zu Amauna. Die Knochen verlängern sich, das Fell zieht sich in das Fleisch zurück. Das einzige Detail, das immer gleich bleibt, ist das glatte, augenlose Gesicht. Die sausenden, eilenden Formen aus dem Nebel drängen auf die Gestalt zu. Als sie sich zu einer wirbelnden Wolke vereinen, erkennst du, dass es Augen sind. Du kennst den Wert eines Geheimnisses, Wächterin. Eine vergrabene Schriftrolle, eine verborgene Wahrheit. Das sind meine Wege. Du entwirrst einen Faden, Wächterin. Einen Faden, den du verloren und über Generationen hinweg wiederentdeckt hast. Ihm bis zu Ende zu folgen, hat dich nur wieder an den Anfang gebracht. Die Augen verfolgen dich, während sie den Gott umkreisen. Wovon sprichst du? Sprich offen. War ich schon einmal hier? Bell kichert, ein seltsam modulierter Klang, der ansteigt und fällt, als der Gott sich von einer Gestalt in eine andere verwandelt. Deine Suche nach Antworten zu deiner Vergangenheit hat dich nur zu einem weiteren Rätsel geführt, einem noch viel größeren. Ich bin hier, um Wodica daran zu hindern, das Machtgleichgewicht zu stören. Mein Ziel ist es nun, mich um die Seelen zu kümmern, die Taos gefangen hat. Diese Rätsel sind für mich bedeutungslos. Ich will nur verhindern, dass meine Seele zerfällt. Noch ein Gott, der Rätsel gibt, der Rätsel liebt. Wunderbar. Nehmen wir die 1. Was bedeutet, dass du genau das, wonach sie suchst, zerstreuen musst? A nebula of souls, blind and brimming with potential. The answer to Whitaker's question and the beginning of yours. What would you do with them? Vale verwandelt sich vom Elfen in einen Menschen und hebt seine dunkler werdenden Hände empor zu dem Schwarm aus Augen. Ein Nebel von Seelen, blind und voller Potenzial. Die Antwort auf Vodikas Frage und Anfang der deinen. Was wirst du mit ihnen tun? Gewitterwolken bilden sich über euch und werfen Schatten über die Schlucht. Laut Hela ist es möglich, sie den Hohlgeboten zurückzugeben. A song the world knows and tires of. The droning chorus repeated again and again. Better the improvised melody, the unfolding chant. The listeners sit rapt, and just when they think they have the tune, it changes again. Even the gods require fresh mysteries. Ein Lied, das die Welt kennt und dessen sie müde ist. Ein eintöniger Refrain, der wieder und wieder wiederholt wird. Besser die improvisierte Melodie, die langsam sich aufbauende Harmonie. Die Zuhörer sitzen wie gebannt und gerade als sie glauben, mitsingen zu können, ändert sich das Lied wieder. Bay verschränkt die Hände und grinst dich mit den spitzen Zähnen eines Orlaners an. Selbst die Götter brauchen frische Geheimnisse. Die Wolken brechen und der Regenschauer wäscht Wales Züge rein. Sein leeres Gesicht verformt sich wieder und nimmt die Gestalt an, wie du sie noch nie gesehen hast. Lasse den Seelen nicht ein Schicksal zuteil werden, das irgendein Gott auserwählt hat. Du hast sie gefunden und zerstreue sie über die gesamte Existenz. Ihr Ziel weder Götter noch Sterblichen bekannt. Lass sie wieder verloren sein. Neue Antworten auf neue Rätsel. Hinter ihm hat der plötzliche Regengriss neue Höhlen in die Schlucht gegraben. Welchem Zweck würde das dienen? Keinem Zweck, Wächterin. Das ist der Zweck. Okay, das ist Vale. Aber was würde mit den Seelen geschehen? None know. They could end up anywhere in the realms of gods or mortals, whole or divided. Discovering them again and charting their course through the ether will be a new mystery. Niemand weiß es. Sie könnten irgendwo im Reich der Götter oder der Sterblichen enden, ganz oder zerteilt. Sie wiederzufinden und ihren Kurs durch den Äther zu planen, wird ein neues Geheimnis sein. Leb wohl, Vale. That is a word for endings, and this is but a crossroads. Even I do not know what you would choose.
Das sich stetig wandelnde Gesicht lacht. Das ist ein Wort für ein Ende, doch dies ist nur der Scheideweg. Selbst ich weiß nicht, was du wählen wirst. Schatten aus den neuen Höhlen verschmelzen mit der Landschaft, verteilen sich, tauchen dich in Dunkelheit. Als das Licht zurückkehrt, ist die Vision fort. Ja, Whale will, dass wir die Seele... Also Whale hat uns die ganze Zeit ignoriert, nur damit er jetzt will, dass wir die Seelen... Okay, jetzt... Erwecken wir den nächsten Haufen an Gegnern zum Leben, ja. So. Da sieht es aus, als ob es weiter nach unten geht. Also hier. Und die Stufen hier sind abgebrochen. Wir können nicht mal bis noch ganz nach unten gehen. Ach, aber da unten gibt es noch scheinbar was. Also hier liegen auf jeden Fall noch zwei Tote. Mit Zeug, das wir nicht brauchen. Und hier scheint es noch eine letzte Kammer zu geben. Weg der Seelen, Wächterkuppel, Hof. So, noch ein paar Invita. Ich find's lustig, dass die übrigens rumlaufen. So. Dann gehen wir mal nach unten. Ich glaube, wir müssten jetzt schon auf der letzten Karte dann sein. Oder es gibt noch eine, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich sehe es gleich, wenn es geladen hat. Nein, wir sind am Ende. Da ist die letzte große Adra-Maschine. Blutstein und Schriftrolle der Verteidigung. Und ja, großartig Schleichen brauchen wir hier auch, glaube ich, nicht. Are you ready to take the oath? To spread the word of the gods to the lost and heathen? Bist du bereit, den Eid abzulegen, das Wort der Götter an die Verlorenen und die Heiden zu verkünden? I am trusting you to remain loyal to the gods in this. Ich vertraue darauf, dass du dieser Sache den Göttern gegenüber treu bist. Wenn nicht, musst du dich vor höheren Mächten als mir verantworten, aber von mir wirst du dich auch verantworten. Mhm. Doch dieses Mal drehen wir den Spieß rum, Taos. Dieses Mal wirst du dich vor uns verantworten. Breitgürtel der Kraft, das klingt nett. Macht und Entschlossenheit.
Du hast aber, glaube ich, schon etwas, was Macht gibt, oder?